Opatija ist der älteste Kurort Kroatiens. Das Hotel Kvarna aus dem Jahr 1884. Dieses interessante neoromanische dreischiffige Bauwerk mit erkennbarer grüner Kuppel stammt aus dem Jahr 1906. Entworfen hatte sie der Architekt Karl Seidel. Im Inneren herrschen Granit und Backsteine vor, geschmückt ist sie mit Bleiglasfenstern und Bildern des slowenischen Künstlers Kralj. Oberhalb des Altars erhebt sich die große Kuppel. Außerdem ist noch eine Lourdes-Grotte aus dem Jahr 1942 und einem Altar der Heiligen Mutter Gottes von Trussat zu besichtigen. Eingang zum St. Jakobspark. Weg zur St. Jakobskirche. Die St. Jakobskirche im Zentrum von Opatija ist eines der bedeutsamsten Bauwerke in der Stadt. Die Geschichte von Opatija ist mit dieser Kirche und ihrem Kloster eng verbunden. Beide waren die Namensgeber für die Stadt Opatija. Opatija ist das kroatische Wort für Abtei. Erbaut höchstwahrscheinlich um 1420 als Kolonie der aus dem fraulischen Kloster San Pietro di Rosazzo. Sehr gepflegt der Angiolina-Park. An der Mauer vom Open-Air-Theater berühmte Persönlichkeiten. Entlang der Franz-Josefs-Promenade. Die 12 Kilometer lange Uferpromenade führt von Lovran über Opatija nach Volosko.
Thank you.